Willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Folge von Gothic. Ich würde hier nochmal kurz mit ein paar Dudes reden, weil eventuell gibt es jetzt mehr Dialogmöglichkeiten. Ich meine, ich habe ja mit einigen schon lange nicht mehr gesprochen. Und ja, ich würde es einfach mal ausprobieren. Also zum einen, ich glaube, mit denen konnte man gar nie reden. Würde ich mal mit dem, ich glaube, mit dem habe ich noch nie gesprochen, mit Abu. Jin? Da mit dem... Merkwürdig. Es scheint mir so, als wäre ich dir schon einmal begegnet, Reisender. Nun, groß sind die Geheimnisse von Zeit und Raum. Oh, verzeih mir meine Unhöflichkeit, Sohn der Geduld. Ich habe dich noch gar nicht begrüßt. Willkommen, Freund. Nimm Platz auf meinem bescheidenen Teppichen und genieße in Ruhe eine Pfeife. Sohn der Geduld. Ich... Nee. Ja, nee. Wer bist du? Mein Name ist Abu Jin ibn Jadir ibn Omar Khalid ben Hajj al-Sharidi. Ich bin Seher und Weissager, Sterndeuter und Tabakanbieter. Wie viel Namen hatte der gerade? Hat denn der... Der kriegt einen Spitznamen. Der kriegt einen Spitznamen. Der hatte zu viel Namen. So, was kann ich hier denn rauchen, hm? Was für ein Kraut bietest du an? Meine Pfeifen sind gefüllt mit würzigem, erfrischendem Apfeltabak. Du darfst dich jederzeit bedienen, Sohn der Abenteuer. Hast du auch anderen Tabak? Ich stelle nur den besten Tabak zur Verfügung. Diese Apfelmischung ist eine Sinfonie aus meiner Heimat, den südlichen Inseln. Aber natürlich bin ich jederzeit bereit, anderen Tabak auszuprobieren, sofern es jemandem gelingt, einen wirklich guten Tabak herzustellen. Wie geht das? Nimm als Grundlage meinen Apfeltabak und dann versuche ihn mit einer anderen Zutat zu kombinieren. Das machst du an einem Labortisch, vorausgesetzt, du beherrschst die Grundkenntnisse der Alchemie. Nee. Doch. Ich kann doch, obwohl ich Schmied bin, hier bei... Der Typ unten im Hafenviertel. Ich weiß seinen Namen nicht mehr. Für den ich diese Vergessensspruchrollenaufgabe gemacht hatte. Ich habe seinen Namen vergessen. Ah, da könnte ich das machen. Woher bekomme ich Apfeltabak? Zwei Portionen gebe ich dir. Magst du damit in deiner Weisheit tun, was immer du willst? Wenn es dich nach mehr verlangt, dann necke deine Schritte zu Zuris, dem Meister der Tränke. Er stellt diesen Tabak her und verkauft ihn auch. Also, muss ich jetzt eigentlich was für ihn machen? Eigentlich nicht, oder? Ich muss gleich mal nachschauen. Kannst du mir eine Weissagung geben? Ja, die Zeit ist vorangeschritten und ich werde dir für ein paar Münzen eine Weissagung geben. Wie viel willst du? Für bescheidene 100 Münzen werde ich für dich einen Blick in die Zeit riskieren. 100 Münzen? Ich lasse mich jetzt verarschen. Also wirklich, ich lasse mich doch jetzt voll verarschen von ihm. Das sind viele... da muss ich ja mal wieder schmieden gehen, ey. Erzähl mir von der Zukunft. Gut, Sohn der Tapferkeit. Ich werde mich nun in Trance begeben. Bist du bereit? In Trance. Ich begebe mich auch gleich in Trance. Ein Söldner. Er wird dich brauchen. Ein schrecklicher Mord. Das Auge. Die finsteren Schergen. Sie kommen. Sie suchen nach dir. Ein Wächter wird fallen. Doch werden sich die drei vereinigen. Erst dann wirst du erhalten, was dir zusteht. Das war alles. Mehr kann ich nicht sehen. Was? Was? Der schwebte gerade. Ich will mehr. Kannst du mir noch eine Weissagung geben? O Sohn der geheimnisvollen Zukunft, es ist mir nicht möglich, den Schleier der Zeit zu lüften. Erst wenn die Zeit mir ein weiteres Zeichen schenkt, kann ich wieder für dich sehen. Wann wird das sein? Wenn die Zukunft zur Gegenwart geworden ist und du deine Reise fortgesetzt hast. Okay, also kann ich später nochmal zu ihm. Hört ihr Bewohner von Korinis? War der da am ausdrückliche Anordnung des ehrenwerten Lord Hagens so anstrengend? Folgender Erlass.
Jeder Bewohner der Stadt hat sich aufgrund der drohenden Gefahr eines Ortsangriffs entsprechend vorzubereiten. Jeder hat sich ab sofort in den Fertigkeiten des Kampfes zu üben und sich angemessen zu bewaffnen. Der da will, glaube ich, irgendwann sterben. Aber nur weil er mich richtig nervt. Okay, jetzt habe ich mit dem da gesprochen. Mit dem habe ich noch nie gesprochen gehabt. Hier mit Bartok. Schauen, vielleicht kann ich mit Bartok ja was anderes noch machen, weil ich ja schon mal mit ihm unterwegs war. Vielleicht hat er noch irgendwas für mich. Hey. Alles klar? Ja. Aber vor die Stadt gehe ich nicht mehr. Zumindest nicht in nächster Zeit. Der Schreck mit dem Ork steckt mir immer noch in den Knochen. Kann er mir noch was beibringen? Kannst du mir etwas über die Jagd beibringen? Ich kann dir beibringen, wie du dich richtig anschleichst und wie du mit dem Bogen umgehst. Hier, schleichen kann ich doch noch nicht. Was mir jetzt was bringt, weiß ich nicht. Bringe mir bei, wie man schleicht. Gut. Also zuerst musst du mal darauf achten, dass du dein Gewicht richtig verlagerst. Geh am besten in die Knie und setz den Fuß immer zuerst mit der Hacke auf. Achte darauf, dass du dein Gewicht immer auf dem Fuß lässt, auf dem du stehst, bis du den anderen Fuß sicher aufgesetzt hast. An die meisten Viecher kannst du dich nicht ranschleichen, es sei denn, sie schlafen. Die Biester wittern dich nämlich. Also pass immer gut auf, wenn du draußen unterwegs bist. Aber die schlafen doch nie. Die schlafen doch nie. Also hier Bogen brauche ich nicht. Nutze ich ja nicht. Jetzt würde ich aber noch gucken, ob ich bei den anderen Dudes mal reden kann. Das ist ja so lange her. Also mit denen, die eigentlich einen Lehrling gesucht hatten, die Meister. Also mit Constantino wahrscheinlich gar nicht. Ja, nee, da kann ich nur shoppen gehen. Mach ich nicht. Brauche ich nicht. Bei meinem Meister war ich erst. Mal, hier war ich doch auch mal drin. Bei der Ritter. Hey, du. Was willst du noch? Du hast mein Gold. Geh. Chill. Was ist ihr Problem denn? Ah, Dietrich, ich hoffe. Kannst du mir Dietriche verkaufen? Wenn ich noch welche habe? Ja, ich kaufe mal welche. Ich habe nur 6. Nimm die mal alle mit. Ja. Sicherheitshalber. Ja, das ist die normale Stadtwache. Es gibt auch eine Stadtwache, die hat einen Namen. Pablo oder so. Der hat, glaube ich, nichts mehr für mich. Das hatte ich ja schon geklärt. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glaube. Ist dir irgendwas Aufregendes passiert? Ach nee, alles ruhig. Schätze, wenn die Orks kommen, werden wir es hören. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Gut. Matteo. Was verkaufst du? Ich kann dir alles anbieten, was du brauchst, um in der Wildnis zu überleben. Waffen, Fackeln, Proviant und sogar Rüstungen. Ich habe da noch ein ganz besonderes Stück auf Lager. Eine doppelt gehärtete Rüstung aus Snapperleder, noch ungetragen. Interessiert? Mir erfährt keiner was. Ich habe mir das schon gedacht. Nee, Lederrüstung kaufen. Die ist ja viel schlechter als das, was ich anhabe. Ich habe gerade gedacht, ich könnte eine richtig, richtig coole Rüstung kaufen, aber ist nicht. Zeig mir deine Ware. Meine Meinung will ja keiner hören. Nur Essen und Besen. Kriegskeule. Ich kann das nicht glauben. Ah, nee. Nee, mein Lieber. Ja, das wird nichts. Ich hab mir das schon gedacht. Vielleicht Bospa? Das wundert mich. Bospa mochte mich doch. Der wollte mich zwar nicht hergeben als Lehrling, aber der mochte mich doch. Ich wundere mich über gar nichts. Wie sieht's in der Stadt aus? Wenn die Orks uns tatsächlich belagern sollten, wird es hier ziemlich ungemütlich. Es gibt nur ein Schiff, und das bewachen die Paladine. Damit werden sie bestimmt nicht die Bürger retten. Gibt es keine andere Möglichkeit, von hier wegzukommen? Nein, ohne Schiff kann keiner von uns diese Insel verlassen. Das war doch klar. Schon doof, nicht? Ah, von dir muss ich auch noch den Bogen besorgen. Eine Frau? Hey, du! Davon lass
ich okay. Über die Finger. Und dann, dann haben die da nichts. Aber. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Ich gehe mal. Ich kann jetzt irgendwelche Sachen zum Rauchen herstellen, hat er mir gesagt. Ich möchte mir das ganz gerne mal ausprobieren. Ich meine, Apfeltabak habe ich ja. Alle möglichen Kräuter habe ich. Ich würde jetzt einfach mal nach unten gehen zu... Ich weiß nicht, wie er heißt. Zu dem Judy. Mal gucken. Ja. Ignaz. Kann ich nicht schon den Tisch benutzen? Ah, ja, kann ich. Mana-Tränke brauen, Heiltränke brauen, Schnaps brennen, Tabak mischen und Stängel drehen. Tabak mischen. Mit Sumpfkraut. Neue Tabaksorte gemischt. Okay, ich gebe jetzt keine Lernpunkte für Tränke aus, aber genau, ich wollte gerade sagen, irgendwo hatte ich das. Ich gehe jetzt nochmal zu, der mit den 500 Namen. Und schau mal, ob ich ihm sagen kann, ich habe eine Mischung zubereitet. Eine neue Mische hier. So, schön, ich kann auch Schnaps brennen. Möchte aber ungern gerade blind werden, muss ich ja mal sagen. Mal gucken, ob ich jetzt wirklich was sagen kann. Ich hab, war ja keine Aufgabe, aber es hat mich jetzt interessiert. Es hat mich jetzt wirklich interessiert. Ich habe mit ein paar Dudes hier gar nicht gesprochen hat oder schon lange nicht mehr. Ich habe eine neue Tabakmischung. Ich habe eine neue Tabakmischung. Kraut. Krautabak. Also, nee, also da fehlt ein T, oder? Also. Kraut, Tabak, hätte ich sonst gesagt, aber es fehlt ein Tee, also Krauttabak. Ach, keine Ahnung. Ja. Lass mich deinen Tabak probieren. Nein, diese Mischung finde ich nicht sehr bekömmlich, aber vielleicht findet sich ein anderer, der diesen Genuss zu schätzen weiß. Menno. Ich fand die doch recht annehmbar. Mal die Mischung. Sonst rauchen die doch auch immer Sumpfkraut. Aber Sumpfkraut mit Apfeltabak ist so schlecht, oder was? Was für Pingelchens hier sind. Also echt. So, kurz pennen. Das ist mir zu dunkel. Und ich hatte ja in dem Wald hinter Sekops Hof, das wollte ich nämlich eigentlich machen, bevor ich angefangen habe, hier nochmal mit den Leuten zu quatschen. Das ist ja interessant. Diese Höhle gesehen. Und da würde ich jetzt ganz gerne nochmal hin und schauen, was da drin ist, weil ich suche ja noch immer Lucia und die goldene Schale. Ich habe jetzt kein weiter, also zu Lucia habe ich nur diesen Brief gefunden. Oder? Ich habe die Mission doch... Achso, ich bin bei erfüllte Mission dran, habe ich schon gewundert. Lucia. Lucia schrieb einen Abschiedsbrief an Eldridge. Das wird ihn sicher interessieren. Hä, war ich noch gar nicht bei Eldridge? Habe ich ihm nicht gesagt, yo, ich habe da so einen Brief von deiner Flamme gefunden? Ich muss da nochmal zu Eldridge gehen und ihn fragen. Weil eigentlich wollte ich da oben hinter Sekops Hof ist diese Höhle, wo ich nicht reingegangen bin. Weil ich das erstmal mit der Waffenlieferung geklärt haben wollte. Naja, okay, gehen wir zu Eldridge. Ihm den Brief geben. Aber Lucia ist ja trotzdem verschwunden und ich muss ja die verschwundenen Personen finden. Und zu diesem Joe hatte ich ja noch gar keinen Hinweis. Irgendwelche Bauern fehlen noch oder so. Das artet hier aus mit den verschwundenen Persönchen. Hey, du! Der sägt richtig laut. Ich habe einen Brief von deiner Lucia gefunden. Was? Gib ihn her! Nein!
Das glaube ich einfach nicht. Nein, ich kann das nicht glauben. Es kann nicht sein, dass sie mich einfach zurücklässt. Nimm den Brief wieder mit. Ich will ihn nicht. Ich glaube fest daran, dass sie eines Tages wieder zu mir zurückkommt. Du Klette, du. Das ist eine richtige Klette. Elbridges, hätte ich nicht von dir gedacht. Das hätte ich nicht von dir gedacht. Warum ist denn das hier so laut auf einmal? Okay, dann haben wir das jetzt auch. Trotzdem ist Lucille verschwunden. Gehe ich jetzt zu dieser Höhle hinter Sekopshof? Muss ich ja ein bisschen Slalom laufen, um den Goblin-Skeletten auszuweichen und hier die schwarzen Wölfe mit den roten Augen auch ganz, ganz schlimm, ganz schlimm. Vielleicht ist die ja in dieser Höhle. Ich habe keine Ahnung. Ich latsche zu dieser Höhle. Wir sehen uns gleich, Leute. So, Leute, ich bin bei der Höhle angekommen. Also zumindest, ja, doch bin ich. Da flackert's. Mal gucken. Also erstmal gehe ich da leicht hoch und schaue, was es da gibt. Weil hier kann man, glaube ich, hoch. Bevor ich reingehe. Sehe ich gerade. Ich sehe nichts. Okay, halt. Okay, hier sind ein paar Kräuterchen. Oh, okay. Hier sind sehr viele Kräuterchen. Okay, haben wir wenigstens ein paar Sachen eingesammelt? Ist hier noch mehr? Erstmal durch den Baum durchlatschen. Da oben sind Pilze. Aber hier geht's auch weiter. Ja, ich probiere jetzt nicht so weit vom Weg abzukommen. Erstmal in die Höhle rein. Erstmal in die Höhle rein, das wollte ich eh machen. Mal gucken. Mich wundert, dass die Höhle Feuer hat. Also, ja, Licht. Also hier, Fackeln. Also es sieht ja eher aus wie, weiß ich nicht. Nicht wie eine normale Höhle. Ich höre noch keine. Jetzt gleich kommen Goblin-Skelette. Und Pilze. Da wohnt jemand. Das ist eine Frau. Kann es Lucia sein? Ist sie böse? Nee, ist nicht Lucia, ist Sagitta. Aber Sagitta ist wohl nicht böse. Sonst wäre sie schon aufgestanden und hätte probiert, mich niederzumetzeln. Würde ich jetzt von ausgehen. Geht auch ein Alchemietisch, also... Die muss auch so eine Alchemie-Frau sein. Ganz allein hier draußen? Sag, was du von mir willst und dann geh wieder. Ich habe zu tun. Ich auch. Wer bist du? Du hast noch nicht von mir gehört? Kräuterhexe, sagen sie. Giftmischerin, sagen sie. Doch wenn es ihnen dreckig geht, erinnern sich alle an die gute Sagitta mit ihren heilenden Kräutern. So ist das Leben. Was machst du hier draußen? Ich lebe hier, seit ich denken kann und widme mich meinen Kräutern. Der Wald ist mein Freund. Er bietet mir alles, was ich brauche. Mhm. Noch gar nicht verletzt. Mehr erzählt die mir nicht? Ach so. Kannst du mir deine Kräuterkunst beibringen? Interessant. Bisher hat mich selten jemand danach gefragt. Du willst also mein Schüler sein? Dann wirst du erst den Ernst deines Anliegens unter Beweis stellen müssen. Ich arbeite zurzeit an einem sehr seltenen Trank aus erlesenen Kräutern und Säften. Wenn du mir eine Zutat, ein äußerst seltenes Kraut, das ich nicht hier habe, besorgen kannst, werde ich dich ausbilden. Okay, also ich weiß nicht, also ich würde jetzt davon ausgehen, dass sie mir andere Sachen beibringen kann als Ignaz. Oder? Ich mach das, was sie auch immer sie haben möchte, weil ich meine, was habe ich zu verlieren, hm? Was für eine Zutat ist das? Es handelt sich um eine sehr seltene Pflanze.
Das Kraut nennt sich Sonnenaloe. Du erkennst es an seinem intensiven, mandelartigen Geruch. Bitte was? Was? Das habe ich aber noch nie gesehen. Wo werde ich diese Zutat finden? Das Kraut, das ich brauche, gedeiht nur an den Stellen, an denen es die richtigen Nährstoffe bekommt. Diese befinden sich in den Exkrementen eines schwarzen Trolls. Deshalb ist es für mich auch so schwierig, an das Kraut zu kommen. Verstehst du? In den Exkrementen? In den Exkrementen. Aber genau diese Kacke müssen wir finden. Genau die, keine andere, nur die. Wird er mich verkackeiert? Das ist dann... Ach ja, ich glaube, das wird jetzt nicht gelöst. Ich schreibe es in mein Tagebuch, lass es in mein Tagebuch schreiben, wie alle anderen Sachen auf. Mal sehen, ob ich es irgendwo auftreiben kann. Na dann, viel Glück bei deiner Suche. So, was hatten die für Sachen? Welche Ware hast du anzubieten? Sag mir, was du willst. Die hat Kräuter. Die hat aber keine. Eines Mana zur Herstellung eines mächtigen Tranks. Reine Lebensenergie. Mächtigen Trunks. Sorry. Okay, aber ich brauche die Sachen nicht. Okay. Gut, dann ist hier so eine Frau. Okay. Naja, ich werde es eh vergessen. Außer ich sammle es dann ein. Das sind Pilzchen. Und dann ist es eher zu voll. In den Exkrementen. Das habe ich auch noch in Köteln rumstochern oder was. Okay, in dem Fall. Exkremente von einem Troll sind etwas größer. Sind jetzt nicht nur Kötel. Na, okay. Ich würde jetzt direkt weiterlatschen zu den Söldnern. Ich höre die Wölfe. Ich habe nicht gespeichert. Bin ich schnell genug weggerannt? Nein! 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 Ich habe ja gar nicht gespeichert, wa? Ich habe mich auch voll erschrocken gerade. Ich wollte eigentlich heute ganz gechillt spielen. Naja, ich darf exakt alles nochmal machen. Dann mache ich mal einen Schnitt. Und ich sag, wir sehen uns beim nächsten Video wieder, wenn ich bei den Söldnern bin und mit Lee spreche, um ihm zu sagen, nur er wird verschont von Lord Hagen. Und die anderen sind egal. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Und es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken. Bis dann, Leute. Ciao.